Heute ist der 11. Juli 2016. Wir sind hier am Omnibusbahnhof beim Flughafen. Bis zur Abfahrt haben wir noch eine Stunde Zeit und so gehen wir zu McDonald's zu einem kleinen Kaffee. Die Reise beginnt. Um 18.50 Uhr sind wir in Frankfurt angekommen. Der Hauptbahnhof. Heute ist der 12. Juli 2016. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Treffpunkt des Hotels beim Flughafen. Bis zum Treffpunkt am Meeting Point machen wir nur noch einen kleinen Rundgang und sehen diese goldigen BMWs. Unser Treffpunkt, Terminal 1, Ankunft B. Um 12.10 Uhr fahren wir vom Frankfurt Flughafen weg. 20 auf 30.000 Einwohner. Kurz vor 17 Uhr sind wir in Belgien. Bis Brüssel sind es noch 45 Kilometer. Wir sind jetzt in Grimbergen. Hier werden die drei Tagestaschen gepackt. Immer ein spannender Moment. Dieser alte Koffer hat bestimmt noch Fronterfahrung. Der Campingplatz von Grimbergen, auf dem wir heute Nacht übernachten, liegt schön. Er ist nördlich von Brüssel. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Mit dicken Ammerlen. Die Kirche wurde um 1660 gebaut. Schöne Fassaden schmücken den Dorfplatz. Heute ist Mittwoch, der 13. Juli und wir warten hier aufs Frühstück. Es ist schon kurz vor 6 Uhr. Das Abbauen gestaltet sich noch etwas schwierig, aber das gibt sich. Wenn alle mithelfen, geht die Sache ruckzuck. Spannender Moment. Jetzt haben wir es geschafft. Jeder Anfang ist schwer. Ein Drittel ist ein Drittel. Jetzt wird noch der rote Teppich eingerollt. Und alle stehen erwartungsvoll und warten auf die Abfahrt. Unser Anhänger wird separat transportiert. Um 7.15 Uhr fahren wir ab. Wir fahren über Genf, Ostende nach Calais. Fast so schön wie ein deutscher Staat, ein belgischer. Von Zeit zu Zeit wird eine kleine Kaffeepause gemacht. Und weiter geht's. Bei uns von sprichwörtlichem Glück mit dem Wetter regnet es nun mal wieder. Um
10.09 Uhr überqueren wir die belgisch-französische Grenze. Wir kommen jetzt langsam zum Hafen. Genauso. Die Lager der Flüchtlinge. Da will ich jetzt oder was? Wenn man hält. Passportkontrolle. Und während wir draußen sind, der Michael ist hier. Fast so schlimm wie in Russland. Nach der Passkontrolle kommen wir nicht mehr zum Omnibus zurück. Der wird in der Zwischenzeit mit Hunden durchsucht. Wir fahren jetzt zurück und machen das ganze Prozedere nochmal. Was wir hier sehen, das sind die Lager der Nachdem wir 3 Stunden an der Grenze verloren haben, geht es jetzt endlich weiter. Um 14 Uhr spätestens wieder hier am Bus sein. Ja, um 14 Uhr spätestens am Bus sein wieder. Am Fährhafen von Calais. Wir sind jetzt auf der Fähre und warten, dass sie abfährt. Unser Schiff heißt Pride of Kent, der Stolz von Kent. Von Calais nach Dover misst der Kanal 35 Kilometer. Das Schiff dreht sich, bevor es in den Kanal fährt. Wir nehmen Abschied vom Festland und fahren jetzt in den Kanal. In der Library The Great War ist in Britannien unvergessen. Juli 1916. Die Kavallerie auf ihrem Marsch nahe Havrecourt. 18. September 1916. Es gibt jede Menge Kriegsliteratur hier. In der Ferne sehen wir ganz zart die Küste von Dover, die Kreidefelsen. Ein Aushang auf einem Schiffsdeck. Das gibt es überall. Wir probieren ein typisches englisches Essen,
Fish and Chips. Das gibt es jetzt in Zukunft öfters. Morgen gibt es Chips und Fisch und das im Wechsel. Stimmt schon, Ansprüche darf man keine stellen. Aber der Hunger treibt es rein. Für die Kleinigkeit haben wir 6 Euro umgerechnet bezahlt. Wir nähern uns der englischen Küste. Vor uns die Kreidefelsen. Einfahrt von Dover. Um 16.45 Uhr sind wir in Dover. Schon fahren wir alle links. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Kathedrale in Canterbury. Wir stehen jetzt vom Eingangstor zur Kathedrale.
Kleiner Spaziergang durch Canterbury. Nochmal die Kathedrale von einer anderen Seite. Im Hintergrund die King's School. Und im Vordergrund sehen wir die Bertha, Queen of Kent, Prinzessin der Franken um 597. Und das ist der Edelbert. Er wurde auch in 597 erwähnt. Ein Kriegerdenkmal. Ein Blick zu diesem schönen Eingangstor zur Kathedrale und dann können wir Canterbury abhaken. 10 Euro Wien und 10 Euro zurück. Nachdem der Omnibus immer noch nicht auf dem Campingplatz angekommen ist, gehen wir auf Kosten von Rothel heute einmal indisch essen. Heute ist Donnerstag, der 14. Juli 2016. Nachdem wir heute Nacht nur 5 Stunden schlafen konnten, weil der Omnibus zwar an den Campingplatz kam, aber der Anhänger an der Grenze aufgehalten wurde, waren wir gezwungen, außerhalb des Campingplatzes unser Hotel aufzuschlagen. Unser Campingplatz. Der Campingplatz ist prima. 5 Sterne.
Wir sind jetzt auf dem Weg nach London und machen dort eine kleine Stadtrundfahrt mit einer Reiseleiterin. Wir sind gleich im Zentrum. Das hier ist die Themse. Wir gehen jetzt in die Westminster Abbey. Nachdem wir in der Westminster-Abtei nicht fotografieren durften, gehen wir jetzt weiter. Und das ist der Kreuzgang. Auf unserem Stadtrundgang kommen wir immer wieder an der Westminster Abbey vorbei. Das ist die Downing Street. Gestern gab es einen Premierministerwechsel, deshalb sind hier die ganzen Journalisten da. In Deutschland wäre so etwas unmöglich. Es sind aber längst noch keine 36 hier. Ja, gestern schwer beschäftigt. Da drunter ist der berühmte Balkon. Das haben Sie ja nun gesehen, wenn Sie sich den Volk gezeigt. Dann wird so ein roter Teppich runtergerollt. Es wird immer voller, immer mehr Enkelkinder, die dann dort stehen. Nicht? Nach ihr wurde ein ganzes Zeitalter. Genau. Das viktorianische Zeitalter. Und dann natürlich die wunderschönen Blumen hier. In der Nähe des Buckingham-Palasts befindet sich das Lanchester-Haus. Hier werden internationale Gespräche geführt. Nochmal ein Blick zum Buckingham-Palast zurück und dann geht es auch schon wieder im Pferdegalopp weiter. In der Nähe befindet sich auch der St. James Park. Ein öffentlicher Erholungspark. Eine kleine Stärkung kann nicht schaden. Thank you.
659 Abgeordnete hat das Haus und, aufkommen. Also und dann Westminster Hall. Und da hinten ist der viereckige Turm, das ist der Victoria-Turm. Und Sie müssen sich vorstellen, die Gebäude waren alle pechschwarz. Nicht? Also hier hat ein unwahrscheinlicher Reinigungsprozess stattgefunden, nachdem 1953 das öffentliche Reinigungsgesetz hier durchgebracht wurde. Ganz hinten rechts, schauen Sie mal die Presse. Da ist schon wieder jemand auf seinem Podest und schwingt Reden. Große Versprechungen kriegen wir wieder, wie immer. Meinst du, was Tony Blair uns alles versprochen hatte? Nur den Krieg, den hat er uns nicht versprochen. So ist das. Genau, genau. Meint die NATO. Das ist ein Besucherregiment übrigens, denn die Queen hat nur zwei und die tragen eine andere Uniform. Aber schauen Sie sich bitte einmal diese jungen Burschen an. Es sind ja alles Berufssoldaten, die jetzt direkt auf den Trafalgarplatz zu. Hier vorn, erster Rang, erste Reihe. Sie können jetzt schon sehen, die 60 Meter hohe Säule. Da oben prangt der Admiral. Also 1805 die Schlacht von Trafalgar. Das ist so Portugal vorgelagert, da oben im Atlantik. Da musste er sein Leben lassen. Ganz hinten der Buckingham-Palast. So über den Platz Trafalgar zu gedenken, dann diese Großmacht Großbritannien. Ich rede von den Zeitungen, der Daily Telegraph. Und wie gesagt, hier, man hört nie etwas über das. Kein Klatsch, kein Tratsch. Es sind Schotten und haben oben der schottischen Küste vorgelagert, haben sie eine ganz kleine private Insel. Von Sachsen, Coburg und Gotha. Halt, die Diana mit ihren zwei Knaben, Harry und William. Hier wurde sie dann regelmäßig gesehen. Das war so ihr Bummelviertel hier. Also extra ein Code, um dort reinzukommen. Also hier gleich 20 Meter weiter links sehen Sie, das sind die Tore. Da kommt nicht jeder rein. Nicht? Da hat, muss man also dann Knöpfchen drücken. Ah, ja. Ja. Da dürfen wir, also selbst Hotel darf dort nicht rein. Nein. Früher waren es Häuser, ist alles umgebaut worden in Wohnungen hier. Ganz gut. Sehr leicht gemacht, so mit der Orientierung. Wir sehen also nicht nur die Bahnhöfe. Dieses ist die Haupteinfahrtsstraße vom Flughafen. Der Flughafen liegt hinter uns, ungefähr 12 Kilometer entfernt. Besonders, wenn wir jetzt wieder anfahren, die nächste Seitenstraße, Beauchamp wird es geschrieben, Beauchamp Place, Beauchamp Place. Wunderschöne Boutiquen, da hat Lady Di eingekauft, teure Restaurants. Das ist dann immer so in den Seitenstraßen, in der ausländischen Presse. Sie steht an 176. Stelle. Aber sie ist kein Sozialfall. Sie braucht uns nicht leid zu tun. Hat einmal diese, dass eine Rolltreppe hatte. Und die verschreckten Kunden bekamen dann, wenn sie oben angekommen waren, bekamen einen Cognac umsonst eingeschenkt. Die Zeiten sind natürlich schon längst vorbei, aber auch die Piccadilly ist ja auch gestanden. Außer Piccadilly Circle, scharf rechts, scharf rechts. Und wenn Sie einmal nach links reinschauen, dort ist, dort ist der Stadtbezirk von Soho und das Chinesenviertel. Das ist alles nach links rüber, Chinatown. Falls jemand dort morgen hingeht, wie gesagt, Eintritt frei, ganz scharf links, das ist der Renaissanceflügel. Ja, da haben sie also wunderschöne Gemälde der Frührenaissance. Und dann gibt es eine Verbindung. Rechts ist das Kanada-Haus. Also das Beste wäre, Sie gehen zunächst in den Renaissance-Flügel und arbeiten sich dann durch. Ist auch ein wunderschöner Hohlbein dort. So, wir fahren jetzt gerade rüber. Keine vorgeschriebenen Zeiten mehr, also das um 8 Uhr um 11 Uhr Schluss ist, das gibt es alles nicht mehr. Ganz schnell aussteigen. Alles Liebe, alles Gute.
Wir fahren jetzt wieder zurück zum Campingplatz. Heute ist Freitag, der 15. Juli 2016. Wir fahren heute mit dem Zug nach London und wir sind jetzt auf dem Weg dort hin zum Bahnhof. 24 Southeastern Service to Gravesend via Simcoe. 24 Southeastern Service to Gravesend. Wir sind jetzt gefahren bis zur Charing Cross Station. Von hier aus machen wir unseren Tagesausflug. Das Problem hier ist, die Linien haben keine Nummern, sondern immer nur die Endstation, wobei die Endstation durch verschiedene Linien erreicht werden kann. Und da muss man genau aufpassen, wenn man unterwegs irgendwo aussteigen will, welche Linie man nehmen muss. Wir wollen jetzt zur Piccadilly Circus und nehmen die Bakerloo Line. Ob das richtig ist, wissen wir noch gar nicht, aber wir werden es gleich erfahren. Frag mal einfach. Ein Erfolgserlebnis. Die nächste Station von Charing Cross ist Piccadilly Circus. Da wollen wir hin. Let's go! We're sitting London. So, jetzt gehen wir raus. Wir haben es geschafft. Wieder mal endlose Gänge. Etwas verwirrend fürs erste Mal geht es bergauf und bergab. Geschafft! Ein erstes Erfolgserlebnis stellt sich ein. Jubel, Trubel, Heiterkeit umfängt uns. Und jetzt müssen wir nur noch wissen, wie wir zum Buckingham Palace kommen. Aber das kriegen wir auch noch raus. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Es ist eine unglaubliche Menschenmenge schon hier. Aber wir haben keine Ahnung, wo man am besten sieht. Bleiben wir einfach mal stehen. So laufen sie. Ein chinesischer Reiseführer.
Wachparade ist jetzt zu Ende und wir machen einen kleinen Spaziergang. Durch den St. James Park gehen wir zur Westminster Abbey. Der Union Jack hängt auf Halbmast. Der Anschlag in Nizza kostete bis jetzt 84 Tote. Gegenüber der Westminster Abbey befindet sich die Methodist Central Hall. Hier kann man schön Kaffee trinken. Frisch gestärkt gehen wir jetzt zur Tower Bridge. Und das dürfte Richard Löwenherz sein. Wir gehen jetzt zur Tower Bridge. Es geht wieder in den Untergrund. Jetzt sind wir also am Tower von London. Hier rollten Köpfe. Vor uns die Tower Bridge. Die Brücke wurde eröffnet am 30. Juni 1894 von Queen Victoria. Der Blick von der Tower Bridge. Vor uns ein Zerstörer aus dem Zweiten Weltkrieg. Hier nochmal ein Blick zum Tower. Wir gehen jetzt in den Tower. Er kostet als normaler Eintritt 25 Pfund mal 1,2, dann hat man den Preis in Euro. Wir gehen jetzt zu den Kronjuwelen und der königlichen Kapelle. Bei den Kronjuwelen steht man mindestens eine halbe Stunde an. Thank you.
einer Zeichnung von 1597. Im 15., 16. Jahrhundert wurden 22 Leute enthauptet. Die wollen alle noch die Kronjuwelen sehen. Einer Stunde schließt der Laden. Nochmal ein Überblick über den Tower und dann verlassen wir den Weißen Turm. Sie bewachen die Kronjuwelen. Gottchen! Change arms! Standard ist! Diese 6-Pfünder-Kanonen wurden in der Schlacht von Waterloo am 18. Juni 1815 von den Engländern erbeutet, von den Franzosen. In dieser Kaserne im Tower wurden bis zu 1000 Soldaten stationiert. Und jetzt machen wir einen Abstecher in die Folterkammer. Hier nochmal ein Beefeater am Verrätertor. So, schauen wir mal, ob wir jetzt die Kronjuwelen angucken können. Nachdem wir jetzt den Tower of London besichtigt haben und bei den Kronjuwelen fast die letzten waren, die sie besichtigt haben an diesem heutigen Tag, gehen wir jetzt wieder zum Campingplatz zurück. Noch ein Blick zurück und dann begeben wir uns wieder in die Tube. Wir haben jetzt wieder Westminster erreicht. Bier bezahlen wir 4,50 €. Field Marshal Earl Haig, Kommandeur der britischen Armee in Frankreich 1915 bis 18. Am Trafalgar Square bei der Nelson Column. Die Nationalgalerie. Nachdem die Nationalgalerie freitags bis 9 Uhr geöffnet hat, machen wir natürlich noch einen kleinen Besuch. Der Lautenspieler von Brüggen, Rembrandt im Alter von 34 Jahren, Kardinal Richelieu. Nach dem Besuch der Nationalgalerie erhalten wir hier noch eine kleine Vorstellung. Aber dann müssen wir uns sputen, dass wir wieder heimkommen. Mit diesem Bild verabschieden wir uns heute von London und gehen jetzt wieder mit der Untergrundbahn nach Abbey Wood. Abbey Wood, wir sind richtig. Heute ist Samstag, der 16.07.2016. Wir verlassen Abbey Wood und fahren zunächst nach Windsor. Wir sind jetzt in Windsor Castle. Da war der Reiseleiter.
Hier ist wieder mal der Teufel los. Touristen ohne Ende wie in Versailles. Seit 1000 Jahren besteht das Schloss hier. Es ist die offizielle Residenz der Königin. Sie hält sich hier am meisten auf. Hinter diesem St. Georgstor liegt die offizielle Residenz und die Wohnräume der Königin. Das Schloss ist so groß wie 268 Tennisplätze. Hier residiert die Königin. Was erwartet uns im Tresorraum? Natürlich Kronjuwelen in Miniatur. Die Staatsgemächer in Schloss Windsor sind sehr interessant. Der Prunk und die Ausstattung der Räume ist vergleichbar mit St. Petersburg und Versailles. Viel sehen tut ihr nicht. Das Einhorn und die Löwen sind Symbole der königlichen Macht. In diesen Aufnahmen verlassen wir das Schloss Windsor. Der Besuch hat sich wirklich gelohnt, allerdings wieder viel zu kurz.